In der Sechser-Typologie des Aristoteles standen drei gute, drei schlechten, entarteten Staatsformen gegenüber. Wie andere bedeutende Staatsdenker der Antike, so Plato, Seneca und Cicero, sah Aristoteles die Demokratie mit gewissen Differenzierungen als eine schlechte Staatsform an, bei ihm die Entartungsform der Politeia. Allerdings ähnelt dieses Ideal, also die Politeia, in manchen Zügen dem, was sehr viel später mit der Demokratie verbunden wurde. Bis ins 19., teilweise bis ins 20. Jahrhundert, hielt sich die Vorstellung, dass eine gute Verfassung gemischt sein müsse. Dabei dachte man an das antike Rom, das spätmittelalterliche Venedig und das frühneuzeitliche England. Mit der reinen Demokratie seien Instabilität, Herrschaft der Minderwertigen bzw. Besitzlosen und eine Neigung zur Despotie verbunden. Selbst der Theoretiker der Volkssouveränität Rousseau zweifelte an der Realisierbarkeit der Demokratie in seiner Epoche und schlug etwa für Korsika wie für Polen gemischte Verfassungen vor. Noch die Liberalen des 19. Jahrhunderts, die für gesicherte Grundrechte, Wirtschaftsfreiheit und einen gewaltenteiligen Verfassungsstaat eintraten, setzten sich in der Regel von der Demokratie ab. Und das nicht nur terminologisch, wie sie an der Eingrenzung des eigentlichen Volkes auf die Männer von Besitz und Bildung, zumindest in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zu erkennen gab. Während der Französischen Revolution tauchte der Begriff Demokratie und die Bezeichnung Demokrat erstmals häufiger im positiven Sinne auf. Jetzt ging es nicht mehr allein um eine Staatsform, sondern zugleich um eine soziale Positionierung, hauptsächlich gegen den Adel, dann auch gegen die sogenannte Geldaristokratie. Die radikalen Jakobiner fügten entgegen der traditionellen Staatsformenlehre die aristokratische und demokratische Republik unterschieden hatte, Demokratie und Republik begrifflich als untrennbar, wenn nicht synonym zusammen. Die Anhänger der Französischen Revolution nannten sich in vielen Ländern Europas Demokraten und wurden so genannt. Ein Grund für die Diskreditierung dieser Bezeichnung in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, auch wenn Hardenberg in seiner Riga-Denkschrift von 1807 von demokratischen Grundsätzen einer monarchischen Regierung sprach, die er in den preußischen Reformen zur Geltung bringen wollte. Das ist ein Beispiel für den noch nicht gefestigten Begriffsinhalt. Strikt demokratisch im Sinne einer möglichst weitgehenden Selbstregierung des Volkes, einschließlich direktdemokratischer Elemente sowie der Konzentration der politischen Macht in der Volksvertretung, auf Grundlage eines allgemeinen und gleichen Stimmrechts für Männer, diese Einschränkung war noch ein ganzes Jahrhundert fast selbstverständlich, war allein die jakobinische Verfassung von 1793. Doch diese blieb auf dem Papier stehen, zugunsten der durch äußere und innere Bedrohung in der Revolution begründete, jedenfalls gerechtfertigte, blutige Diktatur des Wohlfahrtsausschusses. Unterschiedlich restriktive Stimmrechtsbeschränkungen neben einer noch gewichtigen ersten Kammer des Parlaments und der ausschließlichen oder beträchtlichen exekutiven Entscheidungsmacht der Monarchen kennzeichneten den europäischen Konstitutionalismus im größten Teil des 19. Jahrhunderts. Auf all diesen drei Ebenen setzten die Forderung der Demokraten an. Das allgemeine gleiche Wahlrecht, befeuert und vorangebracht durch die Revolution von 1848-49 und die Parlamentarisierung der Regierungsweise, eventuell auch in umgekehrter Reihenfolge,
wurden mehr und mehr zu einem zusammenhängenden Programm, das als Ganzes aber erst in den Jahrzehnten um 1900 mit einem vorläufig letzten Schub am Ende des Ersten Weltkriegs verwirklicht wurde. Seit Anfang der 1870er Jahre hatte Deutschland zumindest auf Reichsebene ein demokratisches Männerwahlrecht, während die parlamentarische Regierung erst Jahrzehnte später als Ergebnis der Kriegsniederlage im Ersten Weltkrieg durchgesetzt wurde. In Großbritannien vollzog sich in den 1830er und 40er Jahren gewohnheitsrechtlich der Übergang zum Parlamentarismus, doch erfolgte die Demokratisierung des Wahlrechts, ausgehend von einer quantitativ recht bescheidenen Ausweitung 1832, nur schrittweise in mehreren Reformschüben. Auch nach der Reform von 1867 verfügte erst eine Minderheit der erwachsenen Männer über das Stimmrecht. Die Fiktion, dass monarchisches, aristokratisches, also dort das House of Lords, und demokratisches Verfassungselement sich wechselseitig harmonisch ergänzen, ließ sich spätestens mit der proletarisch-plebejischen Wahlrechtsbewegung der Chartisten in den 1830er und 40er Jahren auch für England nicht mehr halten. Das abschreckende Bild, das der liberal-konservative Alexis de Tocqueville in seiner tiefgründigen Analyse von den Zuständen in den USA malte, Mehrheitstyrannei, Abbau der Gewaltenteilung, Nivellierung der Bildung und Ausbreitung von Mittelmäßigkeit überall, beruhte großenteils darauf, dass er alle vermeintlich negativen Entwicklungstendenzen der modernen, sich industrialisierende marktkapitalistischen Gesellschaft auf den politischen Faktor der Demokratisierung zurückführte. Wie schon angedeutet, hatte die Demokratie seit der Französischen Revolution einen auch sozial egalitären Beiklang. Wie vom Liberalismus zur Demokratie, so war auch die Grenze der bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Demokratie zum Frühsozialismus und Kommunismus fließend. Und dass sich die marxistisch ausgerichtete bzw. so verstehende politische Arbeiterbewegung nicht nur in Deutschland sozialdemokratisch nannte, nahmen wie auch große Teile der Programmatik auf die ältere demokratische Tradition Bezug. Am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts bildeten die sozialistischen Arbeiterparteien überall in Europa die Hauptkraft im Wahlrechtskampf, teilweise unter Zuhilfenahme des Mittels des Massen- bzw. Generalstreiks, so wiederholt in Belgien. Die Neue Rheinische Zeitung hieß im Untertitel Organ der Demokratie und das war keine Camouflage. Die bürgerlich-demokratische Revolution sollte bis an ihre äußerste Grenze vorangetrieben werden, wobei deren Ablauf und der Übergang zur letztlich angezielten proletarischen Revolution in starker Analogie zur Französischen Revolution von 1789 gedacht wurde. Auffällig ist die fehlende Reflexion der Frage sozialer Organisation der Demokratie. In einer zweiten Phase, die vom vermeintlichen Versagen der Bourgeoisie wie auch des Kleinbürgertums, das jetzt als Trägerschicht der Demokratie schlechthin erscheint, wird die demokratische Republik lediglich als die letzte Staatsform der bürgerlichen Gesellschaft verstanden, auf deren Boden der Klassenkampf auszufechten ist. Die Absetzung von der kleinbürgerlichen Demokratie dominiert. In einer dritten Phase, seit den 1880er Jahren, entdecken Marx und vor allem der mehr als ein Jahrzehnt länger lebende Engels, speziell am deutschen Beispiel, den Nutzen des allgemeinen Wahlrechts für die sozialistischen Parteien. Die Formel der Diktatur des Proletariats ist nicht in einem staatsrechtlich-normativen Sinn, sondern soziologisch-analytisch gemeint, wie die soziale Herrschaft der Bourgeoisie selbst in parlamentarisch-demokratischen Formen ebenfalls. Von der Sowjetdemokratie blieb nach der Eroberung der Macht durch die Bolschewiki schon
schon bald zugunsten der Parteidiktatur wenig übrig, teils aus äußeren, teils aus inneren Gründen. Jene verstand sich aber mit hauptsächlicher inhaltlicher Begründung weiterhin, auch selbst in der Stalin-Periode, als höhere Form der Demokratie. Und das galt ebenso für die definitorisch zunächst unterhalb der sowjetdemokratischen Diktatur des Proletariats angesiedelten Varianten antifaschistischer, neuer, so in China, oder Volksdemokratie. Erst mit dem Eurokommunismus der 1970er Jahre kam der Standpunkt der klassischen Arbeiterbewegung wieder zur Geltung, dass hinter die bürgerliche Form der Demokratie nicht zurückgegangen werden dürfe, diese vielmehr durch neue Formen und Dimensionen zu erweitern sei. Das bedeutete faktisch eine Annäherung an sozialdemokratische Staatsrechte der Zwischenkriegszeit wie Hermann Heller und in der letzten Nachkriegszeit Wolfgang Abendroth mit seiner Deutung des Grundgesetzes als einer sozialökonomisch offenen Verfassung, was übrigens auch der Auffassung der damaligen SPD unter Kurt Schumacher entsprach. Heller charakterisiert Demokratie als Volksherrschaft, die in der genossenschaftlichen Bestellung und in der magistralischen, nicht souveränen Stellung ihrer Repräsentanten bestünde. Das, die entscheidende Frage war für ihn, wie sich die heutige, also sprich 20er Jahre, in diese ungeheuren Klassen- und Rassengegensätze hineingestellte Demokratie zu behaupten vermag. Angesichts des faschistischen Staates in Italien und der Alternative Rechtsstaat oder Diktatur kann soziale Demokratie für Heller nichts anderes bedeuten, wörtlich, als die Ausdehnung des materiellen Rechtsstaatsgedankens auf die Arbeits- und Güterordnung. Erst im 20. Jahrhundert erfolgte die Übernahme des Demokratiebegriffs durch nahezu alle politischen Parteien. Selbst Konservative scheuten sich nicht mehr, das Wort demokratisch, nannten sich jetzt häufig Volkspartei. Allerdings war die Demokratie in der Zwischenkriegszeit, rechts wie links, noch nicht so eindeutig mit dem Parlamentarismus konvertiert. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, wo nicht zuletzt aufgrund des militärischen Sieges der angloamerikanischen Mächte, verfestigte sich, also in deren Einflusssphäre, die Verbindung von Demokratie und Repräsentativsystem in den verschiedenen Grundformen, etlichen Zwischenformen, erstens des Präsidialen, zweitens des Parlamentarischen und drittens des Kollegialen oder Ratssystems, wie es in der Schweiz bis heute existiert. Die Tendenz in Europa nach 1989, auch im östlichen Europa, ist zur weiteren Parlamentarisierung vor dem semi-präsidialer Demokratien zur Aufnahme zumindest konsultativer plebiszitärer Elemente und zur Herabsetzung des Wahlalters gegangen. Die Rolle politischer Parteien und die mit dem Wechselspiel von Regierungsmehrheit und Opposition anstelle der traditionell konstitutionalistischen Vorstellung einer der Regierung insgesamt gegenüberstehenden legislativen Macht ist längst akzeptiert, wird aber auch kritisch diskutiert. Das Verhältnis von Demokratie und Gleichheit ist schon als ein durchgehendes Problem angesprochen worden. Als weitere konzeptionelle Probleme sind seit jeher die verfassunggebende Gewalt des Volkes, verbunden mit der Frage, ist nur eine aus der Wahl einer verfassunggebenden Versammlung hervorgegangene Konstitution demokratisch? Dann das Verhältnis von Mehrheitsprinzip und Freiheitssicherung, der Grad der Bindung der Repräsentanten an die Wähler, das Spannungsverhältnis von Gewissensfreiheit der Abgeordneten und parteilichen Fraktionszwang, ferner das Verhältnis von Demokratie und Rechtsstaat diskutiert worden. Für das Letztere
kann man ja an die Ewigkeitsklauseln des Grundgesetzes erinnern. Wobei man auch hinzufügen darf, sie sind mehr theoretischer Art, denn würde sich das Volk in großer Mehrheit dagegen entscheiden, dann hätten sie auch keine praktische Bedeutung mehr. Es gehört ja auch sogar der Föderalismus dazu. In der historischen Realität hat sich nach 1945 die repräsentative Demokratie in Westeuropa und zeitweilig auch in Nordamerika mit dem avancierten Sozial- oder Wohlfahrtsstaat auf der Grundlage einer regulierten Marktwirtschaft verbunden. Zu den gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen einer Demokratie zählte man ferner lange die Existenz einer in einem Nationalstaat organisierten, nicht unbedingt ethnisch-kulturell definierten Nation, die sich als Einheit fühlt. Der seit den späten 1970er Jahren erneut entfesselte, zudem zunehmend globalisierte, vom Finanzkapital getriebene Kapitalismus hat alle diese Voraussetzungen noch nicht zerstört, aber angegriffen und teilweise zersetzt. Die soziale Polarisierung hat sich über Jahrzehnte verstärkt, bis zu einem, nach den Urteilen vieler, demokratiegefährdenden Ausmaß. Zugleich hat sich die Europäische Union statt als Schutz- und Gestaltungsraum der Globalisierung zu fungieren, sich eher als Katalysator dieses Prozesses verstanden. Die Nationalstaaten geben Kompetenzen ab, ohne dass sie in Brüssel wirklich aufgenommen werden. Ein Teilprozess der Globalisierung ist die Massenzuwanderung nach Europa durch Migration und Flucht, die von weiten Teilen der Bevölkerung gerade in der unteren Hälfte der sozialen Pyramide als Bedrohung empfunden wird. In den häufig als rechtspopulistisch bezeichneten, fast überall Zuspruch gewinnenden Parteien verbindet sich ein aus meiner Sicht fehlgeleiteter sozialer Protest mit dem nicht unberechtigten Eindruck der Abkehr früherer Arbeiterparteien von ihrer ursprünglichen popularen Klientel zugunsten der Hinwendung zu den kosmopolitisch-urbanen, kulturell linksliberal bis permissiven, gesellschaftspolitisch hingegen eher neoliberal angepassten Gewinnern der Globalisierung oder denen, die sich so fühlen.